Okay. Tja, da muss ich mal Bob der Bauarbeiter. Nicht Bob der Baumeister, sondern Bob der Bauarbeiter. Also ich sollte sich hier doch mal Gedanken machen, wie er da hier mal reinkommt. Ich will zum Beispiel zu dem Computer, zu dem Helikopter fragen. Da liegen eigentlich immer schöne Sachen. Okay. Ich habe gerade voll spitzige Hände. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie momentan 40 Grad sind. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Geronimo. Okay. Ernsthaft? Also jetzt ernsthaft? Ach du Scheiße, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Alter, geh hier rauf! Kannst du auch durch die Zäune schlagen? Ja, na klar, jetzt laufen die ja außen rum. Geil! Ja, da hat sich unser Bob doch mal was Gutes einfallen lassen. Weil die ziehen nämlich jetzt hier außen rum, gehen dann hier wieder entlang, bis sie dann irgendwann da sind. Allein? Ach, Mist. Okay. Ja, toll, hier war wirklich schon jemand. Alles schon gelootet. Schusswaffe. Fett. Okay. Alles kein Problem. Oh, Mist. Mit nur 4 Schuss, na toll. Alter, jetzt ist hier was los. Scheiße. So habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Ich könnte mal was trinken. So.
Okay, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Weiß er, dass da nichts liegt? Der schlägt mit irgendwas zu. Wird wahrscheinlich eine Taschenlampe sein oder so. So, der Rest der Zombies müsste eigentlich bald geschissen kommen. Angelaufen kommen, tut mir leid. Ach, der dachte wahrscheinlich, damit wir jetzt auch erst hier rein wollten. Jetzt erst quasi. Ah. Geil! So, komm her, ich habe jetzt einen großen Rucksack. Aber ein bisschen Medi wäre auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Dosenschinken. Ich will da rauf. Ach du Scheiße. Das sind wirklich, wirklich viele. Nichts. Also leise und langsam wieder runter. Wir möchten ja kein Aufsehen erregen. Alter Finne. Krass. Krass, 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 krass. Also das war jetzt hier nicht ohne. Ja, komm mal runter. Schaufel an Kopf. Ach, der hat sich hier die Taschenlampe genommen. Der Typ. Als ist er wirklich mit nichts hier rein, wenn der sich die Taschenlampe geschnappt hat. Krass. Zum Glück töte ich nicht einfach so irgendwelche anderen Spieler. Wäre voll die Verschwendung gewesen für Munition, weil er eh nichts dabei hatte. Ich habe hier nicht in die Zwischenräume schauen können. Nee. Aber doch siegsauer. Brandneu. Geil. Noch besser. Okay. Boah, sauber. So, da hinten will ich auch rein und da oben möchte ich eventuell auch noch mal sehen. Alter, was für ein Idiot, ey. Ich hätte ihn vorhin töten können.
Was für ein Arsch. Gut. Das war's dann mit Bob Walter. Ich hoffe, Bob Walter stirbt. Aber ganz gehörig, ich hätte ihn abknallen können und hab's nicht gemacht. Und als Dankeschön knallt er mich ab. Ah, naja, sowas ist halt. Tja, wie soll ich sagen? Leute wie Luke Rosso, finde ich, müssen so solche sozialen Arschlöcher sein, dass es unglaublich ist. Ich meine, er hätte ja gesehen, dass ich ihn nicht abgeknallt habe und ich hätte es tun können. Aber nein, hier stattdessen rennt er rum, holt sich irgendwie eine fette Wumme und sucht mich, um mich abzuknallen. Man sieht nur so am Hintergrund noch die großen Zombie-Horden. Naja, ich hoffe, Luke Rosso stirbt. Und ich hoffe, dass Luke Rosso immer ordentlich gekickt wird und gekillt wird und keine Ahnung was, weil ich so etwas, weißt du, hätte ich ihn angeschossen oder angegriffen, hätte ich ja gesagt, okay, ich hätte es verdient, aber so, ich habe ja nichts gemacht. Naja, egal. Das traurige Ende von Bob Walter. Gut, liebe Freunde, das war die Geschichte vom Bob. Tja, da kann man halt nichts dafür, wenn Menschen gefährlicher sind wie die Zombies, aber das ist ja klar. Ich meine, nicht die Zombies sind die Monster, sondern eigentlich wir. Die Zombies greifen uns an, weil sie uns fressen wollen. Wie dieser Luke oder wie er jetzt hieß, der hat uns getötet, weil wir ein Spieler waren. Und er hat ja genau gesehen, dass wir ihn nicht abgeschossen haben. Und sowas ist halt immer sehr, sehr traurig. Sowas sind halt Punkte, wo ich halt sage, ey, DayZ und WarZ, das drückt dann eigentlich schon mit am Spaß. Naja, egal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Unser Bauarbeiter hat leider nicht lange überlebt. Auf der Suche nach Nahrungsmitteln, Waffen und nützlichen Gegenständen in der Militärbasis ist er leider ums Leben gekommen. Hinterrücks abgeknallt. So ist das Leben. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge. Ciao.